Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine gute Nachricht hat es, weil Raven und Surt sind tot. Der Weg nach Helheim müsste offen sein. Hier war der große Kampf in der letzten Episode gewesen. Okay. Aber das Kapitel haben wir abgeschlossen und ich würde sagen, wir gehen auch gleich wieder weiter. Unser Dillian, ich weiß nicht, inwiefern er noch wartet, inwiefern seine Seele überhaupt noch da ist, die wir retten können. Nur wenn, wollen wir das natürlich nicht verschlafen, ganz klar. Okay, Senua ist gut drauf. When she was younger, she would lay in the grass. Und ich auch. And then she saw them. Elusive. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. In the trees. The mountains. Caves. Ich frage mich die ganze Zeit, diese Begegnung mit diesen Schattenwesen, mit diesen Kriegern, die wir immer wieder niederstrecken. Und auch weil Raven und Surt, ob das überhaupt alles real ist. Oder ob das alles nur eine Einbildung ist, alles ein Teil ihrer Psychose. Ist vielleicht der ganze Besuch, den wir hier erledigen, nur ein Teil ihrer Psychose? Ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass wir das im Laufe der Zeit rausbekommen. Auf jeden Fall ist es hier... Bis auf die paar Leichen, die hier überall hängen. Also, ein paar ist gut. Überall hängen sie rum. Davon mal abgesehen, ist es eigentlich eine relativ schöne Gegend hier. I wonder. Can you see the faces too? They're there. If you look for them. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich werde jetzt zu jedem Bosskampf, der im Spiel ansteht, werde ich ein kleines Gameplay-Video machen. Dieses Gameplay-Video bezieht sich wirklich nur auf den Bosskampf, ohne dass ich das kaputt quatsche, ohne dass ihr euch die ganzen Vor- und Abspann mit angucken müsst. Also wenn ihr Bock auf die Bosskämpfe habt, guckt euch meine Videos. Zwei gibt es bislang. Zu Surt habe ich ein Video gemacht und auch zu Valraven habe ich natürlich ein Video gemacht. Da könnt ihr euch nochmal ganz genau angucken. In relativ, ich sag mal, kurzen Videos, wie wir den großen Göttern auf die Fresse geben. Okay, aber erstmal wieder zurück. Erstmal zurück zum großen Tor, was uns den Weg nach Helheim bislang versperrt hat. Es muss jetzt offen sein. Und ich finde es gut, dass ich den Weg auch gleich zurückgefunden habe. Ich weiß noch, wie ich bei Surt gestanden habe und bestimmt 5 oder fast sogar 10 Minuten versucht habe, den Rückweg zu finden. Keine Ahnung, warum es mir da so schwer gefallen ist. Hier war es jetzt relativ einfach. Okay, wir überqueren den Fluss der Klingen nach Helheim. Komm, Senua, mach auf die Luke. Ich muss es öffnen. Ich muss Dillian befreien. Daher bleibt gar keine andere Wahl. Es ist kalt. Anyone? There is no one here but me. Ach du Scheiße. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Dillian! Ach du Scheiße. In this waking nightmare, where all dreams come true.
you searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies. And banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Das stimmt allerdings. Nichts wird uns davon abhalten, Dillion zu finden und seine Seele zu befreien. Was war diese Stimme? The darkness touched you. Da ist sie wieder. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it, but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandon, and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Alles klar. Und der Aufgabe werden wir definitiv nachkommen. Wer diese Stimme auch immer sein mag, vielleicht ist es unsere Psychose. Vielleicht aber auch einer der dunkelsten Götter, die hier unten in Hell irgendwie hausen. Es geht hier an den Kragen. So wie wir mit Surt, so wie wir mit Valraven abgerechnet haben, so rechne ich auch mit dir ab. Und egal wie viele schwarze, dunkle Schattenkrieger du mir in den Weg stellst, ich werde Dillions Tod rächen. Und mit dem fange ich an hier. Komm her! Jawohl! Aus dem Bild! The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Sie werden mit Sicherheit einen Grund gehabt haben. Aber hätten sie das gewusst, hätten sie es vielleicht sein lassen. Ist das brutal. Ein Geschnitzel vor dem Herrn. Verdammt. Senua. Nichts ist vorbei. Nichts ist vorbei. Oh, verdammt. Senua. Komm, steh auf, Große. Denk an dein Vermächtnis.
when there is a new road ahead. The only one that makes any sense. Ich bin verletzt, aber es macht nichts, nicht mehr lange. Ich habe Drews seinen Spiegel noch dabei. Seinen Eisenspiegel. Jetzt aber. Er verlangsamt die Zeit. Aus dem Leben. Wie geil bitte ist denn diese keltische Musik im Hintergrund? Der Hammer. Das hast du nie umsonst getan. Das hast du nie umsonst getan. Jetzt weiß ich auch, warum das Ganze hier die Brücke der Klingen heißt. Hier wird richtig rumgeschnitzelt. Senua, ich helfe dir dabei. Das war's, ihr bösen Götter. Mehr habt ihr nicht zu bieten. Dass ich nicht lache. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Auch auf die Gefahr hinaus, dass das Ganze vielleicht nur eine reine Einbildung ist. Ein Teil ihrer Psychose. Ich weiß es nicht. Wir werden es im Laufe des Abenteuers vielleicht... Okay. Komm, Senua. Oh, shit. Wer hat mir denn da eine eingeschenkt, Alter? Wer bist du denn? Kommst ja nur nicht von so einem großgewachsenen Bekloppten hier. Ach du Kacke. Was bist du für einer? Was bist du denn für ein Riesenkoloss? Na komm! Knall doch! Bist du auch irgendein Gott? Und wahnsinnig gewordener. So groß du bist, so langsam bist du auch. Du wirst mich nicht davon abhalten, die Rache zu bekommen, die ich verdient habe. So, geblendet. Vom Spiegel Drews. So, kriegst du mich nicht. Ich werde es versuchen. Mehr, schnell komm. Oh shit. Versuch's doch. Okay, einer weniger. Oh shit, und wieder so einer. Komm her, du wirst es auch nicht schaffen. Du erst recht nicht. Erst recht nicht. Jetzt stirb doch endlich. Wo liegt denn das Problem? Wo liegt das Problem bitte? Einfach abzunippeln. Das ist nicht das Ende. Zumindest nicht für mich. Und der nächste von hinten. Ich glaube, ihr spinnt wohl alle. Da spritzt das Blut sondergleichen. Dich hau ich weg. Dich hau ich weg. Oh nein. Ich bin komplett wahnsinniger hier. Komm her, Senua. Der Spiegel ist gleich wieder im Einsatz bereit. Und jetzt. Greif dir doch nicht ihn, greif ihn hier! Der ist weg! Na komm! Oh nein, der nächste! Ich wollte gerade sagen. Aber
etwas, was so gut bewacht ist, wie dieser Turm hier, wie Helheim, wird wahrscheinlich einen großen Endkampf haben. Ich bin gespannt. Oh, shit. So, jetzt aber. Nimm den. Schlitz ihn aus dem Leben. Jawohl. Heftig. Heftig. Du kannst gar nichts. Du kannst mir gar nichts. Schlatz. Okay, die sind weg. Und die Grafik, man muss ja echt dazu sagen, Ninja Theory ist ja jetzt nicht gerade ein riesiges Studio. Ein paar große Titel haben sie ja gemacht. Enslaved zum Beispiel. Aber es ist grafisch echt eine Wucht. Echt eine Wucht. Ich glaube, da können sich viele AAA-Titel echt eine Scheibe von abschneiden. Also nicht nur die Grafik, sondern auch die gesamte Story dahinter, die Idee dahinter. Es ist schon so genial. Ja, Heavenly Sword natürlich auch nicht zu vergessen. Das muss auch erwähnt werden. Auch damals ein Starttitel der PlayStation 3 gewesen. Großes, gutes Spiel. So, es geht anscheinend darum, wieder neue Symbole zu suchen. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. Okay. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Das stimmt, die Geschichte kennen wir alle, also zumindest viele von uns. Okay, so, drei Symbole. Bevor dieses Tor aufgeht, muss ich die erstmal finden. Alles klar. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets. You will find yours. Ein riesiges, havariertes Schiff hier. Ziemlich cool. Okay, wo soll ich die Symbole suchen? Warum findet sich die Sicht so komisch? Hier anscheinend nicht. Wir gucken weiter. Ich vermute, dass ich hier nicht durchkomme. Nee, das Tor ist zu. Okay. Dann werde ich ja nur hier suchen können. Okay. Hier irgendwo kann ich das X-Symbol nutzen. Ich weiß auch wo. Ich weiß auch wo. Irgendwo hier. Ah, der ist, das ist es nicht. Hätte es eigentlich gedacht. Unmöglich jetzt. Auch nicht. Da hängt es. Da oben hängt es. Na los, komm. Alles klar, das erste Symbol haben wir. Zwei weitere fehlen noch. Die Frage ist nur, wo soll ich hin? Bislang noch anderweitig nichts gefunden. Ob wir zurückgehen müssen. Die Tür geht nicht auf.
Okay, das Symbol leuchtet auf der Tür auf. Alles klar. Wo sind die restlichen Symbole? Wo muss ich hin? Gerade eben war hier an Bord des Schiffes noch nichts gewesen. Fokussier. Was soll ich fokussieren? Ah! Eine Treppe nach oben hat sich gerade eben gezeigt. Okay. Die Illusionen haben also mit dem Tod von Velraven oder Velraven noch nicht aufgehört. Ein weiteres Indiz dafür, dass das alles, was wir hier erleben, gar nicht stattfindet. Dass es vielleicht reine Einbildung ist. Okay. Hier kann ich irgendwo ein Symbol ähnlich eines S wohl finden. Die Frage ist nur, wo? Ich suche weiter. Da. So in der Art zumindest. Wo ist dieses Symbol? Warum sehe ich es nicht? Ich hab's. Noch nicht perfekt. Wo ist denn bitte der Blickwinkel so gut, dass das Symbol hinhaut? Komm, zeig dich. Vielleicht von hier oben, wa? Ne, hier ist ein anderes Symbol. Okay, hab's auch gleich gefunden. Okay, Symbol 2 habe ich. Symbol 3 weiß ich, wo es ist. Ich komme allerdings nur nicht ran. Der Blickwinkel war noch nicht okay. Komm, Senua. Lass dich davon nicht abhalten. Das ist er doch. Das ist es doch. Warum funktioniert es nicht? Also noch präziser kann ich es jetzt gar nicht mehr hinkriegen. Aber irgendwie scheint es das... Doch, da war es gerade gewesen. Okay. Das Tor ist frei. Zuvor gehe ich erstmal hier runter. Es wird nicht umsonst ein Leiter hier sein. Ein weiterer Stein. Ein Totem. Ein Gedenkstein. Ich weiß es nicht. Die Geschichte geht weiter. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls. High are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. So, wir haben es geschafft, wir kommen weiter. Ab durchs Tor. Wir sind zurück auf der Brücke der Klingen. Und ein unglaublich cool aussehendes, tierisch schlechtes Wetter herrscht hier gerade. Okay, Senua. Blitze zucken am Himmel. Doch unsere Rache wird unser sein. Dillion, wir kommen. Und wir holen dich.
und schänden denjenigen, der dafür verantwortlich war. Oh shit, was ist das? Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. Ist das die weiße Riesin, von der gesprochen wurde? Es scheint fast so. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Komm, Senua. Du Heiliger. Reaching deep inside of her. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself. Because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Senua, nein. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. Song. It's not real. It's true. It's not real. It's real. Listen to it. She can't give up. Delian. It's not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in yourself? The light.
time it's real. It's happening. Go towards it. Aufgebaut von Dillians Worten steht unser Senua wieder. Wie gesagt, wir wollen die Rache haben. An wem auch immer wir sie verrichten müssen, ist egal. Dillian, deine Seele retten wir definitiv. Aber Leute, nicht mehr in der Episode. Habt Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da unten, einen Kommentar. Das wäre richtig klasse. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die vielen Kommentare und die ganzen Däumchen, die ich die letzten Episoden bekommen habe. Ganz, ganz vielen Dank von mir aus. Ich hoffe, ihr hattet eine spaßige Folge. Mir hat sie gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Episoden hier auf dem Kanal wieder. Leute, haut rein. Ich wünsche euch was. Bye.